Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Das Duell, beste Abwehr der Rückrunde gegen den Tabellendritten. Und ab geht die wilde Fahrt. Euch viel Spaß bei dieser Übertragung von Sporttotal. Der noch in der vergangenen Saison sein Glück bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen versucht hat. Nämlich jetzt hatte gelauert. Kommt der Wendt auch in den Rücken. Gute Flanke. Und der Ball am zweiten Pfosten wird abgestaubt. 1:0 für die Gäste. Lennart Wagemann. Debüttreffer in dieser Saison für den 20-jährigen Linksfuß. Vollen fertig. Diese Vorlage von Niemetz. Einmal durch den 16er der Gastgeber hindurch. Da kam Niemetz sehr gut hinter seinen Gegenspieler. Gelöst von Korsten. Dann Elfhausi geht gut durch. Weiß erst mit der Abwehr und im zweiten Versuch bringt Düsseldorf den Ball nicht unter. André Weiß. Natürlich die deutlich klare Chance hatte Fortuna Düsseldorf hier auf 2:0 zu stellen. Erster krasserer Fehler der Gäste. Batterillo. Und das lässt sich dann natürlich kein Klassenspieler in der Regionalliga West nehmen. Kevin Holzweiler, Ausgleich, Fortuna Köln, Viertelstunde vorbei. Und die Gastgeber, das erste Mal mit einem klaren Torabschluss, zuvor der Ballverlust. Dann geht's schnell über Henry Matter, der schickt Batterillo. Der legt rüber und am zweiten Pfosten ist es dieses Mal ein Kölner, der abstaubt, nämlich Kevin Holzweiler. Lufthoheit bei den Gästen. Fortuna Köln gewinnt wieder den Ball zurück. Holzweiler läuft jetzt tief. Zunächst kommt aber der Schuss. Was ein Treffer! Vielleicht das Tor der Saison. Aus der dritten Reihe abgezogen. Und wir schauen auf diese Szene nochmal drauf. Batterillo bekommt den Ball und schaut kurz auf links. Stipe Batterillo. Einer fürs Familienalbum. Einer für den Jahresrückblick. Stipe Batterillo. Holzweiler hatte zuvor das Ganze angekurbelt, hatte sich auch angeboten, als er in den Strafraum eingelaufen war. Aber der kroatische Außenstürmer macht's dann direkt, genauso wie auf der anderen Seite, Jonas Niemetz. Mamma mia. Und versucht nun vorn selbst wieder Akzente zu setzen. Stipe Batterillo gegen Brechmann, legt den Ball vorbei, das müsste Freistoß geben, Benzig kommt raus, doch kein Freistoß, 11 Meter, zunächst Batterillo, der legt den Ball vorbei an Brechmann, geht dann zu Boden, da wollte Müller eventuell schon auf Freistoß entscheiden, Budimbu kommt, sich übermotiviert, Budimbu bewegt sich weg vom Tor, der Treffer gegen den Angreifer von Fortuna Köln, Justin Steinkötter. 7 Saisontore hat er. Kommt Nummer 8 hinzu. Steinkötter gegen Zisch. 3:1. Steinkötter stellt seine persönliche Bilanz auf 8 Saisontore und den Zwischenstand hier im Südstadion auf 3:1 nach 21 Minuten. 3 Schritte Anlauf. Steinkötter wartet, schaut auf den Ball, schaut nur auf den Ball und Zisch schaut in die Tonne. Matter
Bisschen Platz. Brechmann wartet. Macht das gut. Und kein Abseits angezeigt. Möglichkeit. Allerdings scheitert Dennis Bindemann. Nimm jetzt über Umwege. Bindemann. Und der Ball geht vorbei. Das war gefährlich. Bei Fortuna Köln, wenn einmal vorn die Kugel behauptet wird, Budimbu bleibt hängen. Nemetz wird ins Sprintduell geschickt gegen Scholz. Und Scholz macht den Abflug, die Flanke auf Kalonji, weiß mit einer Hand. Glanztat vom Schlussmann von Fortuna Köln. Elfhausi. Gut. Das Zusammenspiel. Und Elfhausi ist auch wieder am Ball. Der Doppelpass klappt mit etwas Verzögerung. Und dann Schröder mit einer Riesenmöglichkeit. Korsten. Düsseldorf hatte Möglichkeiten, unter anderem durch Schröder, der gerade am Ball war. Jetzt wieder vielleicht die Möglichkeit. Aus der zweiten Reihe. Kevin Brechmann. Heute wieder in der Startelf auch gewesen. Bislang nicht so viele Akzente nach vorn gesetzt. Druck auf Elfhausi. Matta. Batterilo. Batterilo nichts mit der Entscheidung. Matta auch nichts. Steinkötter staubt ab. Die Fahne bleibt unten. 4:1 für Fortuna Köln. Der Ball zuvor gewonnen. Matta, Batterilo, beide scheitern. Und Steinkötter drückt den über die Linie. Entscheidung hier im Südstadion. Im Duell der Fortunas gewinnt jene aus Köln. Ja, nochmal über rechts das Ganze antreibt. Aber da ist keine Fahrt mehr drin, denn das Spiel ist schon lange entschieden. Fortuna Köln gewinnt mit 4:1 im Fortunenduell gegen die U23 von Düsseldorf. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.